Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Amumu. Nachdem er ehrlicherweise monatelang so nutzlos war wie die Sunnyvale-Wertbonds, hat sich Rydan in Patch 14.9 auch mal gedacht, hey, ja, den könnten wir vielleicht auch mal buffen. 4 Base AD und 3 Base Armor hat er bekommen und das hat auf jeden Fall gewirkt. Mit 2,1% Winrate zu Bugs hatte er mit diesen Buffs hinter Sejuani den zweitgrößten Winrate-Anstieg des Patches verbuchen können. Bevor wir zum Abfall einmal der Woche kommen, würde ich euch gerne einmal um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Was ist eurer Meinung nach ein Champion, dessen altes Design ihr besser als das Rework findet? Für mich ist es zu 100% Swain, schreibt euren Pick aber mal unbedingt in die Kommentare. Ab zum Abfall einmal der Woche. Und das ist Nila und da muss ich Riot mal wieder ein kleines bisschen angehen. Denn ich bin ehrlicherweise so gar kein Freund davon, dass Riot viele Änderungen mittlerweile einfach nur noch als Adjustments deklariert. Seien wir ehrlich, egal wie man das Ganze gestaltet, praktisch jeder Buff ist entweder, egal wie sehr man ihn versucht auszubalancieren, ein leichter Nerf oder ein leichter Buff. Und im Falle von Nila war dieses Adjustment einfach mal der heftigste Nerf des Jahrhunderts. Laut League of Graphs hat sie in Emerald Plus 4,2% Winrate eingebüßt. Klar, wer kennt es denn nicht, ein Adjustment, das einem Champion einfach mal über 4% Winrate abzieht. Springen wir zum Nope der Woche und dort zu Nautilus. Seit bereits mehr als einem Monat steigt seine Bunrate kontinuierlich an. Hinter Blitzcrank hat er die zweithöchste Bunrate aller Supporter, obwohl seine Winrate außerhalb von Diamond Plus wirklich nicht besonders überzeugend ist. Es gibt nur mal wenig, bei dem man sich mehr verarscht fühlt, als wenn man von einem Nautilus hockt, der wirklich in keinem Universum des gesamten Raumzeitgeschehnisses treffen sollte, dank des Lollipop-Effekts getroffen wird und einfach direkt platzt, weil man im Anschluss nochmal 3,5 Sekunden Hard-CC'd ist. Fliegen wir damit zum Broken Pick der Woche und dort zu Kog'Maw. Bereits seit einigen Wochen hat Kog'Maw die höchste Winrate im gesamten Spiel, dafür ist seine Pickrate mit irgendwo zwischen 2-3% verschwindend gering. In Emerald Plus hat er fast 55% Winrate und außerhalb von allen kommt er wirklich in jedem Elo-Bereich auf mindestens 52,5% Winrate. Am stärksten steigt Kog'Maws Winrate tatsächlich nicht an, wenn er eine Lulu an seiner Seite hat, sondern wenn er Reliable Engage und Hard CC auf den anderen Lanes hat. Kog'Maw hat eine der höchsten Winrate Boosts, wenn man ihn mindestens 50 Ranked Spiele gespielt hat. Er ist also eindeutig kein Champion, den ihr bitte einfach mal so ja aus Jux und Dollerei spielen solltet. Kommen wir direkt zum Item der Woche und dort zu Abyssal Mask. Dieses Item ist statistisch sowas von kriminell stark und trotzdem kauft es einfach keiner. Statistisch betrachtet ist es das beste MR-Item im gesamten Spiel. Auf jedem Tank, der irgendwie Magic Damage macht, übertrumpft es alle anderen MR-Optionen. Laut League of Refs hat das Item in Emerald Plus über 57% Winrate. Weder Force of Nature, noch Spirit Visage, noch Maw, Wits End oder sonstiges kommen an diesen Wert ran. Trotzdem ist es eines der am seltensten gebauten Items im gesamten Spiel. Kommen wir damit zum Fail der Woche und dort zu Cassante. Nachdem in Patch 14.9 sein Model etwas größer geworden ist, ist seine Winrate direkt noch einmal um über 2% runtergegangen. Laut League of Crafts hat er in Emerald Plus 45% Winrate, selbst in Master Plus kommt er gerade so über die 45% Winrate-Marke. Das Ganze ist doch einfach ungelogen nur noch peinlich. Er hat die niedrigste Winrate aller Champions im gesamten Spiel und er hat ungelogen die niedrigste Winrate aller Champions im gesamten Spiel, wenn man über 50 Rank-Games auf ihm hat. Das heißt, nicht mal die Mains können auf diesem Champion irgendwas reißen. Ich glaube, es wird einfach Zeit, dass Riot sich schnellstmöglich an ein vernünftiges Rework setzt, denn seien wir ehrlich, ich glaube, auch Riot selbst findet diese Situation mittlerweile ziemlich peinlich. Ab zum Trick der Woche und dort zu einem sehr nützlichen Ogre-Trick. Die meisten Ogre-Spieler lassen den W, sobald sie Level 9 sind, einfach permanent an. Tatsächlich könnt ihr euren DPS aber um bis zu ein Drittel erhöhen, indem ihr einen normalen Auto-Attack macht und dann innerhalb eures, ich nenne es mal Auto-Cooldowns, immer euren W benutzt. Der W und eure Autos haben keinerlei, ich nenne es mal geteilten Cooldown. Laut Carmon, dem damaligen Rank 1 Ogre, der mir diesen wirklich geilen Trick mal auf einem Event gezeigt hat, sind so bis zu 33% Damage Increase möglich. Allerdings braucht man dafür auch ein ordentliches Stück Übung, vor allem wenn man das Ganze auch noch reliable in Teamfights machen möchte. Was macht eigentlich Riot? Neben den unfassbaren Changes, die ich schon bereits im letzten Kluftkurier erwähnt habe, gibt es natürlich noch mehr.
Riot hatte zahlreiche Boots auf dem PvE angepasst, das Ganze nun aber in jedem Fall wieder reverted. Die große Änderung ist jedoch das Corki Rework, das ehrlicherweise eigentlich ein Revert ist. Riot möchte Corki wieder zu einem ADC machen. Neben gigantischen Base-Stat-Changes, bei denen er auch mehr Range bekommt, kriegt er seine alte True-Damage-Passive zurück. Die Magic-Damage-Konvertierung und die Package-Geschichte sind wieder weg. Seine anderen Fähigkeiten bleiben insgesamt von ihrer Funktionalität unverändert, da werden aber dann trotzdem so ziemlich alle Zahlen angepasst. Das war's tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.